Ich hab's mir schon fast gedacht, Freunde, dass das noch passieren wird diese Woche. Dass wir einen kleinen Marktcrash unter der Woche haben. Und ich hatte es halt, wie gesagt, sogar im Hinterkopf. Hab trotzdem selber meine UV-Liste am Wochenende natürlich schon gebaut, weil da auch schon einiges weggegangen ist. Aber jetzt bin ich in der Position, wo natürlich einige Karten von meiner UV-Liste leider Gottes nochmal ein bisschen gecrashed sind. Hätte ich mich mal auf andere Karten fokussiert, wäre das Ganze gut gegangen. Oder wäre ich mit meinem Investment-Video vom Wochenende gegangen. Hätte ich jetzt auscashen können und da auch gute Coins gemacht. Aber nichtsdestotrotz setze ich mich jetzt hier heute hin, zeige euch, was ich jetzt mit meiner Liste mache, wie meine Liste überhaupt aktuell aussieht, was aktuell Bestseller von mir waren, vielleicht auch wieder werden können diese Woche und wie ich jetzt meine UV-Liste diese Woche halt strukturieren werde, wann ich sie verkaufen werde bzw. auslaufen lassen werde. Deswegen bleibt einfach bis zum Ende dran, um nichts zu verpassen. Nehmt euch diese kostenlosen Trading-Tipps mit. Ihr wisst es von mir, ich zeige euch alles, was ich mache, verheimliche euch nicht. So, ich bin jetzt bei knapp, glaube ich, 12, 13 Millionen Coins, die ich dieses FIFA schon gemacht habe. Weiß es nicht die Welt, aber es ist schon einiges, finde ich persönlich. Und das habe ich euch bisher immer alles in meinen Streams oder auch in diesen YouTube-Videos gezeigt. Deswegen lasst gerne schon mal ein bisschen Support hier, Freunde. Einfach mal das Video liken. Wir können ja mal versuchen, die 100, 150 Likes oder sowas anzupeilen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir das schaffen. Vergesst natürlich auch nicht reinzufolgen, um in Zukunft solche Videos dann nicht zu verpassen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir rüber auf meine Liste und schauen uns das ganze Spektakel mal an. Also bevor wir auf die Liste schauen, was ist denn passiert? Also war ja irgendwie klar, Montag ist immer Content Day. Aber in den letzten Wochen war es so, wenn Content gekommen ist, ist nicht so krass gecrashed. Aber wir haben halt noch das Toti, was kommt. Und das lässt die Leute halt noch schneller paniken, wenn irgendeine dicke SPC kommt. Deswegen, wie gesagt, es war klar, Digga, wenn Montag Content kommt und der Content ist gekommen, 88 plus mittleres World Cup Icon Pack. Also mittleres oder World Cup Icon Pack, 88 plus, so rum. Es ist halt nicht mal wiederholbar. Dementsprechend macht es nicht mal so krass Sinn, dass die Karten alle so gecrashed sind, weil wir teilweise sogar die letzten Wochen oder auch letzte Woche zum Beispiel ein Icon Pick wiederholbar hatten oder auch davor ein Hero Pick wiederholbar und so. Und jetzt bei einem 88 plus mit oder World Cup Icon Pack, was stark ist, ne, du kannst 94er R9 ziehen und so weiter und so fort. Baby Icons sind auch nicht so das große Thema dieses FIFA, aber die mit Icons sind natürlich jetzt alle Banger vertreten. Auch ein 88er Vieira, auch ein 88er Hullet, auch ein geiler Maldini ist dabei, alles mögliche, Freunde. Also ich brauche das jetzt gar nicht weiter aufzählen. Dementsprechend war es schon klar, wenn so eine fette SPC kommt, dass natürlich ein bisschen Panik herrscht und dann verstärkt durchs Toti sind halt Metakarten nochmal ein bisschen mehr runtergegangen. Aber Rating ist dadurch natürlich auch gut angezogen. Deswegen meinte ich auch schon, die Investments vom Wochenende, ich habe euch da ja All-In-Investments genannt, habe euch aber auch andere Investmentpreise genannt, dass man die auf V schon draufstellen kann. Die könnt ihr jetzt richtig geil UV wegcashen. Ich hatte das, glaube ich, schon in Discord gepostet. Checkt mal eure Investments von Samstag. Preise sind gut angezogen teilweise, wie ich gerade schon meinte. 85er gehen für 10 bis 12k. 86er für 16 bis 18k, 87er für 20 und so weiter und so fort. Hier sind wirklich teilweise Gewinne. Ich glaube, die waren für 12, nee, sogar 11k zu bekommen, 10, 11k. Die waren hier locker easy für 6 bis 7k zu bekommen. Die hier waren locker easy für 15 bis 16 zu bekommen. Geisteskranke Preise. Deswegen checkt auf jeden Fall in Zukunft die Investment-Videos ab, die am Wochenende kommen. Und dann seid ihr da good to go. Und dann können wir nämlich auch von den SBCs weggehen, weil das wollte ich nur mal kurz gesagt haben, warum das Ganze passiert ist. Aber jetzt zur UV-Liste. Ich habe es halt, wie gesagt, gerade schon gesagt. Meine UV-Liste besteht größtenteils aus Metakarten, hat auch sehr gut funktioniert die letzten Tage. Ihr seht jetzt hier einige neue Karten, auch Centurions, die haben auch gut funktioniert. Ich habe teilweise sogar zu teuer eingekauft und Chesney ist trotzdem für 62 und so weggegangen und ich glaube, der war bei 50k jetzt gestern Abend. Wirklich geisteskrankes UV. Auch Milner ist für 32 bis 35k weggegangen, obwohl der bei 23, 24 gestern Abend zu bekommen war. Also es sind wirklich sehr, sehr gute Preise. Die anderen sind so, ja, mehr oder weniger Standard-UV-Karten. So ein Buffal zum Beispiel, Joaquin, obwohl ich bin sogar, glaube ich, ein bisschen safe, würde ich sagen. Boateng ist auch Rating. Amavi ist gut eingecrashed. Habe ich gestern, glaube ich, für 38, 39 geholt, weil der am Wochenende auch gut ging. Der ist halt jetzt irgendwie bei 30k oder so, habe ich gesehen. Ja, natürlich sind die Centurions auch nochmal ein bisschen runter. So Rebic und so, so Metakarten. Ne? Wie gesagt, Milner ist bestimmt auch nochmal ein bisschen runtergegangen. Das ist jetzt leider ein bisschen ärgerlich, aber das ist nicht so schlimm, weil ich glaube, die werden sich über die Woche noch ein bisschen erholen. Also allgemein neue Metakarten, denke ich, werden gut rebounden. Solche Karten, die jetzt schon ein bisschen älter sind, könnte sein, dass sie ein bisschen tiefer bleiben. Ich würde es jetzt wie folgt machen. Ich würde mir einfach die Spieler bei Footbin angucken. Ne? Die sind jetzt, wie gesagt, gecrashed. Wenn der jetzt 30k ist und ich habe ihn jetzt so für 36, 37 geholt, dann biete ich ihn für 36 bis 37 an. Das ist halt sehr, sehr teures UV, sage ich mal. Aber ich denke, dass wenn er da weggeht, dann geht man da halt sehr, sehr gut noch aus der Szene raus und macht halt nicht so dickes Minus. Wenn ihr die UV-Liste gut gemischt habt mit so Rating-Spieler, die ihr jetzt übrigens noch weiter einkaufen könnt, also ich komme gleich nochmal drauf hinzu, was für Spieler man jetzt noch die Woche über kaufen kann für UV. Aber ich denke allgemein, dass Metakarten sich ein bisschen rebounden. Das heißt, wenn der jetzt als Beispiel bei 30k aktuell ist, eben für 36, 37 einkauft, dann wird er wahrscheinlich wieder so auf 33, 34
34 vielleicht steigen. Und wenn ihr ihn dann halt für 37, 38 UV anbietet, dann sollte das auf jeden Fall gut gehen im Laufe der Woche. Und dann könnt ihr das jetzt noch bis Donnerstag, Freitag probieren, die loszuwerden. Gleiches gilt, wie gesagt, auch für Goldmeter-Karten etc. Und bei Ratings, da komme ich jetzt nochmal auf zu sprechen. Ich gehe hier noch einmal durch, dass ihr mal sehen könnt, was ihr habt. Also ihr seht, ich habe auch viel Ratings. Das sind so Karten, die kann man jetzt sehr, sehr gut nutzen. Die sind am Wochenende schon gut UV weggegangen. Und gerade mit gutem Content wird sowas jetzt mehr schallern. Versucht euch vielleicht gar nicht daran zu orientieren, was ich jetzt hier auf der Liste habe, sondern eher daran zu orientieren, was ich euch jetzt für Spieler nenne für diese Woche UV. So, und dafür gehen wir einmal auf Footman rüber. Da gehen wir auf Cheapest Players by Rating. Kennt ihr ja auch alle die Liste. Und hier sage ich euch jetzt einfach mal, welches Rating, welche Preise und wie man die UV draufstellt. Also, vom letzten Video halten wir uns einfach mal fern. Wer da investiert hat, kann die Investments einfach noch weiter halten, kann jetzt auscashen, wie er möchte. Er kann jetzt den sicheren Gewinn mitnehmen, kann aber auch noch darauf hoffen, dass mehr Content diese Woche kommt und dass die ja noch mehr steigen. Weil gerade hier 83, 84 ist halt noch nicht so krass viel passiert. Da würde ich auf jeden Fall, denke ich mal, noch halten. Aber im Higher-Rated-Bereich sind teilweise, wie gesagt, schon gute Anstiege dabei. Und da können wir halt jetzt auch weiter unsere UV-Liste nutzen. Zum Beispiel 85er für 9K kann man sich, denke ich mal, sehr, sehr gut snipen und einpacken. Wenn da noch mehr Content kommt, würden die noch mehr steigen. Wenn da kein mehr Content kommt, werden trotzdem die Tage noch Leute das Icon-Pack abschließen. Und dementsprechend, wenn ihr euch denn so als Beispiel ein Depay mit Hunter, ein Fekir mit Hunter, ein Pogba mit Shadow etc., also ein paar in Anführungszeichen trotzdem noch irgendwo spielbare Karten. Ich weiß, die spielt kaum noch jemand, aber es gibt immer noch Leute, die kaum Coins haben und solche Karten dann irgendwie spielen oder sie dann halt, wie gesagt, für SBCs holen und denken, oh, das bringt irgendwie was, die mit Chemiestil zu holen etc. Könnt ihr euch dann gut einpacken. Deswegen würde ich sagen, 85er für 9K, dann für 12 bis 13 raufstellen oder 11 bis 12 reicht eigentlich. 86er für 14 bis 15 ist auch gut, kann man dann für 17 bis 19 reinstellen. Hier würde ich, glaube ich, schon darauf achten, dass man sich vielleicht Special-Karten einpackt, die zum Beispiel auch nicht mehr zu ziehen sind, wie zum Beispiel ein Delaney. Aber bei 87 wird es der extremer. Vekos ist nicht mehr zu ziehen, ein Boateng ist nicht mehr zu ziehen, ein Giroud ist nicht mehr zu ziehen. Das sind zum Beispiel gute Karten, könnt ihr euch sehr, sehr gut einpacken. Wie gesagt, so ja, hier würde ich, glaube ich, bei 19K maximal bleiben, vielleicht sogar eher 18K. Kann man dann für 22 bis 24 sehr, sehr gut verkaufen. Die 88er gibt es auch hier in Milik, in Süle, Milinkovic, Savic ist nicht mehr zu ziehen, Gerard Moreno ist nicht mehr zu ziehen. Hughes laufen auch immer sehr, sehr gut. Die könnte ich alle für unter 30K einfach abends, ne, nicht tagsüber einkaufen, am besten abends einkaufen oder nachts. Und dann guckt ihr euch den Footbin-Preis an und geht halt unter den Footbin-Preis rein. Na, wenn jetzt hier Süle gerade für 28 ist, rufe ich ihn mir mal auf. Bob, sehe 28, okay. Dann würde ich jetzt versuchen, den für unter 28 zu snipen. Am besten vielleicht sogar mit Positionskarte auf Rechtsverteidiger oder im Shadow oder sowas. Shadow oder Anker bei defensiven Spielern. Offensivspieler würde ich dann mit einem Hunter zum Beispiel nehmen. Und dann kann man die sehr, sehr gut UV laufen lassen diese Woche. Weil bis Donnerstag, sage ich mal, wird da nicht ein krasser Einbruch passieren bis zu den Rewards. Und dann kann man da halt nochmal ganz gut Coins machen. Und ziemlich sicher vor allen Dingen. Weil, wie gesagt, da wird, denke ich mal, bis Donnerstag kein Einbruch passieren, sondern eher sogar noch ein Anstieg, wenn noch mehr Content kommt. Ab 89 wird es halt ein bisschen risikobehaftet, weil die sind schon echt krass gestiegen oder auch hier 90er, 91er. Da könnte es eher sein, dass sie wieder einkrachen, weil wenn ein Hochpunkt war, wird es nicht bei diesem Hochpunkt bleiben, sondern es wird auch wieder runtergehen. Und je höher der Hochpunkt ist, desto tiefer kann es halt auch wieder fallen. Dementsprechend, ich glaube, ich würde mit UV bis 89 gehen und alles darüber würde ich auf jeden Fall nicht für UV mitnehmen, weil es halt einfach sehr, sehr risky ist. Wenn ihr schon ein bisschen UV könnt und euch damit auskennt und ihr Bescheid wisst, wie das Ganze läuft, dann könnt ihr es gerne machen. Ich zum Beispiel werde mir bestimmt mal so ein Papon oder so mit auf die Liste nehmen, auch ein Van Dijk und so, aber ich würde jetzt nicht übertreiben, wenn ihr gar keine Ahnung habt, hier irgendwie random Spieler einzukaufen. Wichtig ist nur, dass ihr darauf achtet. Ihr kauft abends ein, ihr kauft unter dem Footbin-Preis ein, ihr kauft mit Chemiestil, also ihr snipe mit Chemiestil und bietet die dann wie folgt an. Ihr nehmt die erste Zahl, Beispiel jetzt bei Bale 71k. Die erste Zahl ist eine 7, das heißt 7000. Hier zum Beispiel, wenn da jetzt eine 5 steht, wären das 5000, dann packt ihr 5000 hier drauf, hier packt ihr 7000 drauf und dann je höher das Rating, desto mehr packt ihr drauf. Also das ist ein bisschen Gefühlssache, das kann ich euch nicht 1:1 vorschreiben. Also ich würde es nicht übertreiben. Ich würde halt, wie gesagt, mindestens 2-3K draufpacken und maximal 5-6K nochmal draufpacken auf diese Zahl, die ihr addiert habt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut erklärt habe. Die Leute, die UV schon kennen, wissen, wie das funktioniert. Die Leute, die jetzt vielleicht das erste Mal so ein Video von mir sehen oder das erste Mal von UV hören, denken sich vielleicht jetzt noch so, what the fuck? Aber probiert es einfach mal aus. Ist relativ simpel umzusetzen, meiner Meinung nach, mit dieser Zahl, weil dann muss ich euch nicht irgendwelche Preise festnennen. So könnt ihr es, wie gesagt, für die anderen Ratings auch adaptieren und dann könnt ihr so eure UV-Liste diese Woche ein bisschen bauen. Ich würde halt darauf achten, dass ihr so viele Objekte, wie es geht, auf die Liste packt. Dementsprechend natürlich nicht mit 100k euch jetzt irgendwie hier 2,89er oder 3,88er holt, sondern dann eher auf 85er Rating geht, beziehungsweise mit 100k UV-Liste sowieso eigentlich Quatsch. Gerade für Leute, die unter 500k sind, versucht diese Woche einfach Bronze-Pack-Methode. Ich habe gestern noch ein Crafting-Video gebracht, das kann man gut kombinieren, Crafting und Bronze-Pack-Methode. Und da seid ihr dann eigentlich relativ safe to go, Coins zu machen und auf jeden Fall auch keine Coins zu verlieren, weil gerade wenn ihr so wenig Coins habt, wäre es natürlich sehr bitter, wenn ihr die dann auch noch verliert. Würde allen, die maximal 500k haben, Bronze-Pack-Methode einfach empfehlen, weil damit werdet ihr pro Tag im Schnitt so 100k machen,
wenn es gut läuft. Das sind dann halt in einer Woche trotzdem fast eine Mille. Und das ist auf jeden Fall fürs Toti nochmal sehr, sehr lecker, weil gerade in so einer Panikzeit ist es nicht einfach, Coins zu machen. Und die Leute, die schon ein bisschen mehr Ahnung haben, ein bisschen mehr Coins haben, können sich, wie gesagt, ein Rating-IV bauen. Nebenbei vielleicht auch ein bisschen Crafting bzw. BPM, Bronze Bank Methode kombinieren. Und dann seid ihr da auf dem richtigen Pfad. Ich würde sagen, damit sind wir auch am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Schaltet auf jeden Fall die Woche wieder ein, wenn es das nächste Video gibt. Ansonsten viel Spaß und bis dahin, haut rein und ciao, ciao.